Was? Na gut, das ist die einfache Näherei, ne? Die Stufe 1 Näherei. Das Feld wurde geändert. Willst du diese Änderung beibehalten? Ja. Ja, hi und schön, dass ihr mein Video angeklickt habt. Endlich eine neue Folge Medieval Dynasty. Ja, weiter geht's hier in meinem Dorf. Das gab ja ein neues Update und zwar kann man jetzt seinen Spieler auch in der Perspektive Spieleransicht hier, ich weiß jetzt nicht wie die heißt, sehen. Und zwar einfach mit deinem Mausrad rauszoomen und jetzt sieht man sich auf. Mal gucken, mal irgendein Werkzeug in Hand nehmen. Joa. Ja, das ist jetzt neu. Also man zieht sich jetzt hier. Mal gucken, ich werde jetzt mal ein bisschen so spielen. Mal gucken, wie das so wirkt. Könnt ihr mal schreiben in die Kommentare, ob ihr das cool findet. Ich gucke jetzt mal, ob mir noch irgendwelche Update-Sachen auffallen, aber das mache ich jetzt dann, wenn dann nur nebenbei. Soll jetzt hier nicht hauptsächlich ums Update gehen. Denn ich will ja hier weitermachen. Das letzte Mal, dass ich aufgenommen habe, ist relativ lange her. Deswegen muss ich jetzt erstmal gucken, wo ich denn überhaupt stehen geblieben war. Ich glaube, wir hatten die Näherei gebaut. Und da will ich ja jetzt auf jeden Fall warme Klamotten für den Winter herstellen. Und deswegen werde ich jetzt mal gleich gucken. Ein bisschen backt da hier noch rum, oder? Ja, vielleicht nur der Anfang. Warme Kleider. Auf jeden Fall gibt es hier Handschuhe. Aber das muss ich halt alles erst noch freischalten. Dicke Lederhandschuhe, Leingarn. Zwei Stück gehen dann gleich weg. Ich habe nur zwei. Wollstoff brauchen wir noch. Pelz. Leingarn. Überall Leingarn. Was ist dann auf dem Feld? Gucken wir mal kurz die Felder an. Wir haben jedenfalls keinen Leingarn. Kohl ist hier drauf. Oder ich muss mir erstmal Sachen kaufen, bis wir da dann soweit sind. Helmut, lange nicht sehen. So, okay. Oder ich kaufe Leingarn. Eins von beiden muss ich mir wohl besorgen. Aber das machen wir alles im Herbst, denn der kommt jetzt auch der Herbst. Und ja, deswegen gehe ich jetzt mal schlafen. So. Und in die nächste Jahreszeit. Gefährlicher Sturm. Keine Einschränkungen. Ein plötzlich und sehr starker Sturm ist in der Nacht über ein Dorf hinweggezogen und hat einige Gebäude beschädigt. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Sechs Gebäude wurden beschädigt. Na, schön. So, guten Morgen. Wenigstens regnet es jetzt nicht mehr, ne? Okay, Hammer. So, jetzt müssen wir auf reparieren. Da ist kaputt. Ich stecke mir am besten mal Stöcke ein. Die hole ich hier oben. Auch Stöcke wie nur 9 Stück. Stroh werde ich mal mitnehmen. Bestimmt ist auch irgendein Dach beschädigt. So, was brauchen wir hier? 3 Stöcke. Und da.
Okay, was haben wir denn noch? Da ist das Dach beschädigt. So, alles repariert, würde ich sagen. Jetzt hier auch nochmal alles schick. So, der Helmut düngt hier. Wer mein Tutorial gesehen hat, hat er da schon gesehen, dass der Helmut hier düngt, bevor er den Kohl erntet. Ich hoffe, das macht er hier auch noch. Und hier wird er jetzt, glaube ich, rote Beete anpflanzen. Zumindest ist das da eingestellt. Hier sieht man auch schon düngt. Und man sieht auch, dass er halt den Dünger nimmt, den wir haben. Aber nicht so viel. Oder? Müssen wir mal drauf achten. Ich glaube, im Tutorial sah es so aus, als ob er dafür ein Feld mit zwei Feldern einen Dünger braucht. Irgendwie so. Na, mal gucken, was der heute so treibt. Wie sieht's denn ansonsten aus in den anderen Gebäuden? Küche ist halt schick, hier ist keiner hinterlegt. In der Jagdhütte haben wir noch Messer und bei der Gewinnung im Holzschuppen. Und der Holzschuppen ist, glaube ich, noch kaputt, ne? Oder? Werkzeug ist auf jeden Fall. Wir gehen nochmal schnell zum Holzschuppen. Also ist nichts kaputt. Warum ist der Zustand so schlecht? Wer weiß. Okay, wir brauchen auf jeden Fall Kleidung. Die falsche Taste. Zu viel Farming Simulator gespielt, glaube ich. Wir haben, wie viel Geld haben wir denn überhaupt? 9 Münzen. No. Können wir uns ja richtig viel von kaufen. Wir gucken mal, ob wir ein paar Taschen herstellen können. Das Leder müsste ja hier sein. 11 nur? Ist ja nichts. Hier los. Du sollst hier nicht ausfingen, du sollst jagen. Nummer 3. Und da hat die, fehlt dir irgendwas? Messer. Und 6 Messer hat sie auch noch drin. Naja, hoffen wir mal, dass sie hier ein bisschen was macht noch. Okay, wir werden jetzt auf jeden Fall schon mal ein paar Säcke herstellen hier. So, wie sieht's hier aus? Haben wir irgendwas zum Verkaufen? Nicht so viel Mehl, haben wir jede Menge. Jede Menge Mehl. Fleisch, boah. Nehmen wir die Hälfte mit. Verkaufen das da. So, ich habe jetzt 16 Messer hergestellt und die 4 Säckchen und das Fleisch, das verkaufen wir jetzt alles und dann hoffe ich, das reicht für Winterkleidung. Helmut erntet den Kohl, sehr schön. Und hier hat er jetzt nur gepflügt. Mal gucken, der hat da keinen Sack zum Sehen. Rote Beete-Samen hat er auf jeden Fall da.
Oh, er hat kein Werkzeug mehr, ne? Doch, er hat hier noch einen mit Haltbarkeit 4. Und die Hacke ist ohne mehr. Na gut, dann kriegt er auf jeden Fall hier noch einen. Da brauchen wir einen weniger lieber. So. Gut. Dann gucken wir mal, was wir für die Sachen kriegen. So, wir haben fast 500 Münzen. Sich richtig gelohnt. Vor allem die Messer. Have a good day. So. Ich muss jetzt noch schnell Albin suchen. Irgendwie rennt mir Albin jetzt hinterher. Naja, komm erstmal. So, da sind wir. Die hat ein Kochsymbol, die wird wahrscheinlich... Hier hat doch jemand Klamotten verkauft, oder? Hinten sind zwei noch. Nicht, dass ich jetzt hier falsch bin. Was sieht es? Hallo! Whatever you need, I've got it. Ja. So, was brauchen wir denn für den Winter? Oh, die Preise, ach hey, Mini. Pelzschuhe. Pelzumhang. Also wahrscheinlich reicht ja Schuhe, einen Umhang und Handschuhe. Oder hat die Line Gun? Leingern hat sie 75, ein Leingern. Richtig teuer. Hat die hier keine Handschuhe? Doch, dicke Lederhandschuhe. Na gut, wir kaufen. Aber eine Mütze wird denn dann fehlen, wa? Vielleicht brauchen wir doch sowas hier. Jetzt ist ja gleich mein ganzes Geld weg. Okay, wir holen jetzt erstmal die Pelzschuhe. Hallo? Kaufen. Einmal. So, jetzt haben wir 233. Okay, ich muss noch ein bisschen Zeug sammeln. See you soon. Weil das Geld reicht nicht. Kann ich das hier aufsammeln? Ne, stehlen. Stehlen tun wir hier nichts. So, ich habe jetzt noch ein paar Messer verkauft und davon habe ich jetzt die Lederhandschuhe gekauft und zweimal Leingarn nehme ich mit und dann hoffe ich einfach, dass ich mir so ein Kapuze da selber irgendwie herstellen kann dann. Have a good day. Weil es wird jetzt auch schon dunkel hier. Also werden wir mal Richtung nach Hause gehen. Weil Hunger hat der Gute auch bald und ja, wenn der Tag dann vorbei ist, ne? Wir gehen, glaube ich, hier lang. Und dann sehen wir uns dann gleich im Dorf. So, es ist gut dunkel geworden. Der Albin rennt mir immer noch hinterher. Wir müssen jetzt irgendwo am Arsch der Welt hin. Ja, mal gucken, ob wir das noch machen irgendwann jetzt. Und ich habe Hunger. Oh, ich habe, wow. 500 Kohl. Boah. Krass. Hunger. Mal ein paar Kohl essen, oder? Was macht der denn jetzt eigentlich für einen... Wie viel?
6,6 immer noch. Pro Tag. Naja. Was steht der hier im Weg? Lassen Sie mich mal bitte raus. Hey Alvin, geh aus dem Weg. Ich will hier raus. Da. Meine Güte. So, mal kurz checken, was er hier so gemacht hat. Der Kohl ist abgeerntet komplett. Und hier hat er nur gedüngt. Na, mal sehen, ob er hier morgen noch was aussieht. Ja, wir gehen jetzt auch schlafen. Pack noch das Zeug weg und dann geht's ins Bettchen. Ich muss dann irgendwas Hochpreisiges lernen, was ich mit Leder herstellen kann, damit ich da ein bisschen Geld mache. Das lohnt sich, glaube ich, am meisten. Hier haben wir jetzt schon wieder 19 Leder drin. Sieht doch denn eigentlich ganz gut aus. Wenn der Helmut soweit mit der Feldarbeit fertig ist, könnte er eigentlich in die Näherei ein bisschen arbeiten. Das werden wir uns morgen mal angucken. Zum Beispiel hier Gürteltasche. Auch nicht verkehrt, glaube ich. Plus 3 Kilogramm. Vielleicht schalten wir hier 1, 2, 3 Sachen frei morgen. Am nächsten Tag schnell. Und weisen den Helmut dazu, wenn er mit der Feldarbeit durch ist. Weil so viel hat er da ja nichts mehr zu tun. Aber jetzt gehen wir erstmal ins Bettchen. Beziehungsweise packen hier die Sachen weg, die wir schon gekauft haben. Für den Winter. So. Das hier für eine Quest. Okay, ab in die... Ah ja. So, ich müsste jetzt so ungefähr 500 Münzen wären gut. Vielleicht verkaufe ich einfach Kohl, aber der ist auch echt schwer. Ist eigentlich... Einmal komplett mit Kohl ins Dorf rennen und den verkaufen. Und das Mehl? Mehl bräuchte ich eigentlich gar nicht. Wir machen mal 70 Mehl. Das wiegt doch nichts. Verkaufen wir hier 87 Kohl. Gewicht ist grenzwertig. Okay, schnell raus, bevor hier der mich wieder zustellt. Wo ist der jetzt überhaupt? Aha, der steckt fest. Gott sei Dank. So. Ja. Holzschein verkaufen wir auf jeden Fall. Aber wo Holzschein? Der braucht, glaube ich, bald Holzschein. Okay. Wir gehen jetzt. Oh ne, jetzt ist er doch rausgekommen. Schreck mich doch nicht so. So, mache jetzt hier wahrscheinlich nochmal einen Cut. Ich sehe mal zu, dass ich hier jetzt schnell an Geld komme. Ich hatte richtig Glück. Ich habe noch einen Marktkarten gefunden, der umgekippt ist. Da habe ich so eine Tränke gefunden. Ich denke mal, die werden auch ordentlich Geld bringen. So. Hail, friend. Verkaufen wir dir mal alles. Hier, Ausrüstungstrank. Naja, 25. Gegengift 20, verkaufen wir auch gleich. Temperaturtrank 25, verkaufen wir auch. Und dann das brauche ich auch nicht. Und 8 Messer habe ich auch noch hergestellt. So, jetzt haben wir 540. Have a good day. Jo, so. Ab wann kriegt man eigentlich, wenn wir hier schon mal sind, Marktstand? Oh, ganz schön spät. Kriegen wir aber für Herstellung. Naja. So, ich brauche das. Ich glaube, das Geld reicht nicht.
Pelz. Wollte ich das machen? Ich weiß gar nicht, ob wir so viel Pelz haben. Ja, ich muss das nehmen. Jawohl, Ben. So, jetzt brauche ich noch irgendwas mit Leder. Wo ist denn hier mein Geld? 240 haben wir noch. Wir könnten die kaufen. Wir könnten die kaufen. Und die Satteltasche, nee, Gürteltasche war das. Am meisten bringt er das, ne? Ich glaube, wir nehmen die. Hitzeschutz und Kälteschutz. Kaufen. Jetzt haben wir noch, steht's 40. Na gut, dafür kriegen wir jetzt nichts weiter. Aber reicht ja, wir könnten die herstellen. Da brauchen wir nur Leder für. Eigentlich easy. Aber hier brauchen wir 12 Pelz. Das wird nicht so leicht. So, wir gucken mal, was der Helmut gemacht hat. Hat er hier was gemacht? Nee, der hat nur gepflügt. Nichts macht der hier. Steht hier rum. Aber jetzt ist doch rote Beete Zeit, oder? Bitte sagen. Ach, im Frühjahr nur. Ja, warum hat er in den Felder gemacht? Naja, gut, okay. So, dann weisen wir den jetzt mal hier zu. Verwaltung, Näherei. Arbeiter zuweisen, Helmut. Produktion. So. Und er soll herstellen. Sind die Sachen, die ich herstellen kann, alle? Ne, hier ist noch alles gesperrt. Wo sind denn die Schuhe? Hä? Ich habe doch diese Schuhe hier freigeschaltet. Doch, das sind die, ne? Muss. So, mal gucken, ob er da wenigstens ein paar pro Tag Cash kriegt. Ja, wird wahrscheinlich nur ein paar werden, wa? Nee, 1,15, wow. Naja, gut. Gut. Ich guck jetzt mal kurz, ich werde mal noch eine Falle aufstellen. Weil ich glaube, dadurch kommen wir ja an Pelz. Umhang. 15 Pelz reicht. Nice. Leder nehmen wir auch mit. Okay, wenn ich das jetzt herstellen kann, dann müsste ich eigentlich warm genug angezogen sein für den Winter. Sehr schön. Nix, nix. Habt ihr übrigens schon hier den Baum gesehen? Schon langsam ein Baum hier. Plantage. Cool. So, okay. Was trinken? Stein. Ich nehme die mal mit. Ich denke mal, das war's dann für diese Folge. Zumindest haben wir jetzt warme Kleidung und wir können ein paar Sachen herstellen, wieder andere, die wir verkaufen können und damit hoffentlich Geld machen. Ja, mal gucken, was wir dann in der nächsten Folge machen. Auf jeden Fall ist ja dann noch Herbst. Wahrscheinlich werde ich die Quest dann noch schnell weitermachen, weil ich muss mit den guten Albin, glaube ich. Deswegen rennt er mir auch hinterher hierhin. Und dann sind wir eine Weile unterwegs bis dahin. Ja, das machen wir dann beim nächsten Mal. Gut, dann vielen Dank fürs Einschalten und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal. Und ja, eine schöne Zeit noch. Bis dahin. Ciao. Ach, Albin, ey.
Okay, weg. So. Juli.